Heute habe ich etwas mehr Zeit. Das ist auch gut so. Denn mit der schweren Ausrüstung gilt es, Strecke zu machen. Ich bin in einer renaturierten Sand- und Kiesabbauregion. Eine spannende Landschaft im Süden Luxemburgs. Der Bestand des Naturreservats beruht mehr auf Glück denn auf Planung. Bereits in den 1930er Jahren wurden hier zur Kiesgewinnung klaffende Wunden in den Grund eines von der Mosel dominierten Feuchtgebiets geschlagen. Mit dem Einstellen der Arbeiten in den 60er Jahren überließ man die mehr als 40 Gruben sich selbst. Unbemerkt entstand ein verändertes neues Feuchtgebiet. Doch die Fläche erweckte Begehrlichkeiten. Und so scheiterte erst nach fünfjährigem Protest der Anwohner und lokaler Naturschutzverbände der geplante Bau eines Atomkraftwerks. Andere Projekte wurden umgesetzt und beeinträchtigen auch heute noch den Aufenthalt im Naturschutzgebiet. Erst 1998 wurden etwa 100 Hektar zur höchsten Schutzzone erklärt. Heute somit das wertvollste Feuchtgebiet Luxemburgs. Die restlichen 250 Hektar dienen als Bade- und Angelseen. Einige wenige Plätze im Kerngebiet sind noch in Privatbesitz. Trotzdem ist das Havremesch nach heutigem Stand ein naturkundliches Lehrstück geworden. Neben dem Biodiversum, einem Naturkundemuseum, dessen Bau einem Kiel oben am Ufer liegenden Boot nachempfunden ist, gibt es kilometerlange Wanderwege und viele Vogelbeobachtungshütten. Überall können Schulklassen, Gruppen und Einzelpersonen völlig kostenlos in den theoretischen und praktischen Naturkundeunterricht eintauchen. Es ist ein heißer Tag und so rieche ich auf meinem Weg durch die sumpfigen Tümpel die Reste des Kadavers schon von Weitem. Welches Raubtier mag den fast völlig skelettierten Waller so weit weg vom Ufer sich selbst überlassen haben? Ich vermute, das Raubtier Mensch war es. Ein Angler. Denn Prädatoren, die solch einen Riesenfisch auf die kleine Anhöhe schleppen könnten, die gibt es hier nicht. Etwas mehr als einen Meter lang dürfte der Fisch sein und weiß Gott, hätte ich ihm ein würdevolleres Ende gewünscht. Auf dem kleinen Trampelpfad geht es mal an großen Wasserflächen und dann wieder an kleinsten, völlig zugewachsenen Sumpfgebieten vorbei. Hierhin hat sich auch ein Blässhuhn mit seinem einzigen Küken zurückgezogen. Es zieht mich in eine der großzügigen Vogelbeobachtungshütten. Bei den heißen Temperaturen ist das ein angenehm kühler Ort. Für tiefergehende Naturbeobachtungen ist es einfach zu heiß. Und auch das gleißende Sonnenlicht ist nicht die allerbeste Basis für gute Aufnahmen. Aber es ist einfach spannend, genau das mitzunehmen und zu genießen, was der Augenblick bietet. Und so fallen mir vor allem die Libellen auf.
Nur wenige Meter von der Luke zeigen sie ihre Flugkünste. Das Feuchtgebiet gibt vielerlei Tier- und Pflanzenarten eine Heimstatt. Viele der ornithologischen Juwelen sind allerdings bei großer Tageshitze einfach nicht zu finden. Aber auch Wildgänse, Haubentaucher und Blässhund zu beobachten macht Spaß. Eins steht fest: Mit mehr Zeit im Gepäck werde ich sicherlich hierher zurückkehren. Denn immerhin wurden hier bereits mehr als 250 Vogelarten nachgewiesen. Wer sich für Naturbeobachtung interessiert, dem sei das Biodiversum und die Natur im Haff sehr empfohlen. Nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze ist es jedenfalls einen Ausflug wert.